Am Sonntag fahre ich im Zug nach Hamburg. Aha. Ja, lese die gute alte Schülerzeitung Die Zeit. Ja, und stoße auf einen fulminanten Text. Und dieser Text ist so gut, meiner Meinung nach, für mich absolut das Beste, was ich in diesem Jahr in Zeitungen zum Wahlkampf gelesen habe, dass ich mir gedacht habe, diesen Text sollte ich Ihnen in nahezu kompletter Länge heute vorlesen. Ja, nicht nur vorlesen, sondern gestalten. Genau. Denn vieles, was hier der Autor Peter Kümmel, der Theaterkritiker der Zeit, vorschlägt, lässt sich von uns bildlich oder sonst irgendwie überprüfen. Ja. Ja, der Text heißt Die Stadtschauspieler und es geht um unsere vier Spitzenleute, Schröder, Stoiber, Fischer, Westerwelle unter schauspielerischen Gesichtspunkten. Das ist hochinteressant. Wer ist der bessere Schauspieler? Wer wäre für welche Rolle geeignet, wenn er Theater spielen würde? Ein grandioser Text. Sie können ihn auch zu Hause nochmal nachlesen. Das ist noch die Ausgabe, die es noch am Kiosk gibt. Ganz genau. Wenn sie nicht schon wie üblich nach den ersten zwei Stunden ausverkauft ist. Und keine Angst, es ist nicht nur Text, da kommen auch Bilder dazu und Musik und so. Ja, und nackte Weiber natürlich auch, wenn kurz nachdem ich umgeblättert habe. Es beginnt damit, dass es ist ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Momentan ja eigentlich nicht mehr, die SPD liegt vorne. Die letzte Information, die ich hatte, 3 Punkte vor der CDU. Ja. Eine echte Sensation. Es beginnt mit der Schilderung, immer unter schauspielerischen Gesichtspunkten, Edmund Stoiber auf der Bühne in München. Auf der Bühne steht Stoiber dann fast linkisch neben dem adretten TV-Moderator Kai Pflaume. Schön von Kai Pflaume, dass er sich politisch engagiert, oder? Ja, klar. Ja, ja. Viele halten sich so raus. Kai Pflaume macht eine CSU-Veranstaltung. Kein Tribun, also nicht Kai Pflaume, sondern Stoiber. Sondern ein blinzelnder Saalkandidat, der unverhofft die 1-Million-Euro-Frage beantworten soll. Pflaume fragt aber nur, woraus bestand es denn nun das Wolfratshausener Frühstück mit Frau Merkel? Da muss Stoiber charmig lachen und seine Gattin sagte, es sei ein ganz normales Frühstück gewesen mit Marmelade und Butter natürlich. In seiner Ich-mach's-halt-Mithaltung, das ist toll. Stoiber hat bei solchen Veranstaltungen die Ich-mach's-halt-Mithaltung. Ich mach's halt mit. In seiner Ich-mach's-halt-Mithaltung ist Stoiber echt. Er beobachtet sich und ist sich peinlich. Schröder ist über so etwas weit hinaus. Man kann sich den Kanzler nicht in einer anderen Rolle vorstellen, er hat die ihm gemäße gefunden. Denkbar ist aber, dass Schröder in ein paar Jahren, und das finde ich sensationell, diese Idee, dass Schröder in ein paar Jahren in kleinem Kreis als sein eigener Parodist auftreten wird. Mit Struck und so. Gerd, mach dich doch mal, komm. Gerd, mach mal das, wie du damals auf dem Damm warst, auf dem Deich. Ja. Komm mal, Gerd, komm. Nicht schon wieder. Ja. Sich in die Videobänder mit seinen Performances vertiefen und die schönsten Stellen grinsend mitsprechen wird. Das werden glückliche Abende sein. Ja, das glaube ich auch. Ja. Bei allem, was Schröder öffentlich tut, ist er langsam. Wenn er einen Einfall hat, formuliert er ihn gemessen. Und jetzt kommt ein Hammersatz. Schlagfertigkeit ist eine Sache für Untergebene. Hat mich natürlich geärgert, weil ich mir auch dauernd meine Schlagfertigkeit sowas einbilde. Ja? Aber es ist absolut richtig. Schlagfertigkeit ist was für Untergebene. Wenn du hecheln musst, haha, und noch ein Spruch drauf, noch ein Spruch drauf, noch ein Spruch drauf, noch ein Spruch. Ja? Wenn du der Gerd bist, ja? Oder noch besser der Sonnenkönig. Da musst du nicht mehr schlagfertig sein. Dann jetzt kommen nämlich die Dinge. Je größer die Macht, desto reduzierter der Code. Ah, ja. Mach mal Struck. Ja, wenn du nicht sagst, ja, pass mal auf, Peter, ich habe dich immer 20 Seiten ausgearbeitet. Und werde dir sagen, mach mal Struck. Ja. Je größer die Macht, desto reduzierter der Code. Bei Schröder scheint der Moment der größten Selbstkontrolle identisch zu sein mit größtem Selbstgenuss. Der Mann hat die Gabe, sich selbst zu inhalieren. Im Auftritt vor Massen allerdings erreicht das Wenige, das Schröder zeigt, maximale Geltung. Betritt er eine Bühne, ist es ein Anlauf mit angelegten Armen, als wolle ein Turmspringer zum Brettrand vorstürmen und Hände an der Hosennaht in die Menge stürzen. Er bewegt sich behend auf der Stelle in einem eng geführten Tanz, habe ich auch gesehen, mit sich selbst. Ist richtig. Mhm. Stimmt. Er steht am Pult und du siehst immer die Füße. Er wechselt eigentlich die Position kaum, es ist nur immer unten die Füße, mal so, mal so. Ja.
Es sind nur die Füße. Man sollte das mal von dem Choreografen aufschreiben lassen. Die Füße tanzen? Er bewegt sich oben nicht und es sind unten die Füße hinter dem Pult. Ich sehe es manchmal, wenn er von der Seite gefilmt wird, wie er mit den Füßen oben ist kaum Bewegung und unten drin dreht er sich nur sozusagen um die Füße rum. Das ist grandios. Das ist grandios von ihm gesehen. Ja. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Gern lehnt er sich auf den linken Ellbogen, den Thekenellbogen. Klar. Das ist Gerd Niedersachsen, der Thekenellbogen. Ja. Und dieser Ellbogen markiert die Grenze zwischen Staat und Privatmann. Die rechte Hand, die Führ- und Lotsenhand, winkt uns vertraulich näher. Und ich sage Ihnen eins. Genau so spricht Schröder. Es ist der linke Thekenellbogen und die rechte Hand ist dann, wenn er sagt, damit winkt er uns so ran. Und unten tanzen die Füße. Das ist im Grunde, man braucht eigentlich gar keinen Text. Es genügt im Grunde auch diese Geste. In seinen starken Momenten taugt der Schauspieler Schröder für ein Historienspiel, in seinen schwachen Momenten für routiniertes Entertainertum. Wie liegt der Fall bei Edmund Stoiber? Bei seinen vogeligen Kopfbewegungen, dem dünnen Zwangslächeln, ist auch toll. Dem dünnen Zwangslächeln, der Vorliebe für Zahlen, der mahnenden Kreidestimme, die sich bei Signalwörtern um einen kasteiend jaulenden Halbton erhöht, Pisa, Schlusslicht, Körperschaftssteuer, ahnt man, dass hier ein Asket am Werke ist, der über den Schmerz und das Reglement zur Lust findet. Seine Rolle im Theater könnte die des aggressiven, auch gegen sich selbst aggressiven Normensetzers in höherer Position sein. Ein Chefarzt, Studiendirektor, Staatsanwalt im Rausch des Aufräumens. Oder ein, und das finde ich das Beste, oder ein vom anbrandenden Unflat verbitterter Kardinal, der nicht ohne Genuss vom Weltuntergang spricht. Ja? Kasteiend jaulende Halbtöne erhöht. Das heißt also, wenn die normale Sprechhöhe diese ist, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, da geht es einen Halbton höher, Pisa, Schlusslicht, Körperschaftssteuer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist doch Pisa, Schlusslicht, Körperschaftssteuer. Stoibers geheimes Ziel als Theaterkünstler, das muss man die auch mehr sehen, nicht so sehr Politiker, Theaterkünstler. Ja, klar. Ja? Stoibers geheimes Ziel als Theaterkünstler ist die Rührung. Das merkt man, wenn er das Wort Menschen ausspricht. Menschen. Es geht doch hier um die Menschen. Die Menschen. Und nicht etwa um Pisa. Wenn er von seiner Frau erzählt oder vom großen Moment, da er den Männerpakt mit Lothar Späth schmiedete, er legt dann den Kopf noch schiefer als sonst, er schaukelt vor Wärme. Wie begrenzt seine Rührbarkeit ist, spürt man allerdings, wenn klar wird, welche Rolle beispielsweise Sozialhilfeempfänger in seinen Monologen spielen. An Schröders Gesicht nagt keine Frustration, am Gesicht des Herausforderers schon. Auch ein verzweifelter Hochmut ist bei ihm bisweilen zu erkennen. Recht zu haben und allein damit zu bleiben. Ja, natürlich schon. Die Zahlen zu kennen, das ist auch schön. Die Zahlen zu kennen und die Worte nicht zu finden. Schröders. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt etwas Sensationelles. Schröders Street Credibility, ja, ist eine Sache des Sounds. Man stelle sich die beiden Politiker mit der Stimme des jeweils anderen vor und ahnt, wie drastisch die Folgen für Schröder wären. Ja. Und das haben wir gesagt. Das brauchen wir sich nicht vorstellen. Wir machen das mal für Sie. Wir haben das technisch aufbereitet. Erstmal der Kanzler. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Die Wahrheit ist doch, unabhängig vom Ausgang der Wahl, wird im Winter kein einziger deutscher Soldat im Irak stehen. Aber wenn Sie die Wahl gewinnen würden,
dann sind schon im nächsten Winter in Deutschland noch einmal 300.000 Arbeitslose zu beklagen. Ich kann nur sagen, Totalausfall. Sie haben kein Konzept und keine Mannschaft. Sie haben kein Angebot für Deutschland. Hat schon eine andere Wirkung. Bisschen, ja. Ja, aber jetzt die Stimme des Herausforderers mit der Stimme des Kanzlers. Das Bild des Herausforderers mit der Stimme des Kanzlers. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Rede hat eines deutlich gemacht. Sie wollen vielleicht Kanzler werden, aber Sie haben nicht die Fähigkeiten dazu. Meine Damen und Herren, wenn Sie während der Rede des Kandidaten in Ihre Reihen geguckt hätten, dann war es klar, wie sehr Sie die Frage beschleicht, wären wir mit Frau Merkel nicht besser gefahren. Schon eine andere Wirkung. Die Sounds. Oder? Der Sound. Ich sag Ihnen das. Pisa. Was wäre das Theater ohne große Theaterfotos? Das ist klar. Klar. Schröder hat das Schönste. Spät ist es geworden. Der Kanzler studiert Akten. Er ist ins Lösen unserer Probleme vertieft. Wir dürfen ihn durch seine eventuelle Abwahl keineswegs stören. Dieses Plakat, auf dem das Licht der alten Meister liegt, hat die Opposition zur Weißglut gebracht. Das Ziel meiner Arbeit, dass alle Arbeit haben, steht darauf. Dabei hat Schröder versprochen, er werde die Arbeitslosenzahlen auf 3,5 Millionen herunterdrücken. Welche Chuzpe, so zu tun, als sei er dazu jetzt in der Lage. Indes, das Plakat ist genial. Es stellt, und das ist großartig, es stellt die vom Kanzler gefühlte Zeit über die Realzeit. Die vom Kanzler gefühlte Zeit über die Realzeit. Ja, das ist das Plakat. Schauen Sie, die vom Kanzler gefühlte Zeit über die Realzeit. Es ist die um die Folgen des 11. September und der weltwirtschaftlichen Verwerfungen bereinigte Kanzlerzeit, in der wir Schröder da sitzen sehen. Schröder hat die Fähigkeit, so zu erscheinen, als sei er in 4 Jahren nur um 2 Jahre gealtert, als befände er sich mitten in einer ersten Amtsperiode. Zu Mann auf dem Plakat passt dieses Gedicht von Robert Frost. Und wir haben dieses Gedicht, das auch unser großartiger Kollege Jorge Luis Borges kürzlich in der FAZ empfohlen hat, von Robert Frost, gesprochen vom Dichter selber zu diesem Plakat. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. Und was sagt Jorge Luis Borges, was ist das Grandiose an diesem Gedicht? Oh, weiß ich nicht mehr. Ja, dass die letzten beiden Zeiten wiederholt werden. Ah. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Einmal die tatsächlichen Meilen, die der Kanzler noch gehen muss, also zum Beispiel von sich nach Hannover oder so. Ja. Und dann im übertragenen Sinne, der weite Weg, den er noch für uns zurücklegt. Der Mann darf noch nicht schlafen, weder den kleinen noch den großen Schlaf. Er hat Versprechen einzulösen. Guido und Joschka. Guido Westerwelle, der dritte Kanzlerkandidat, hat kein Privatleben. Er verbringt seine Tage in jenem Fitnesscenter, das für ihn die Politik ist. Das völlige Aufgehen in den Strukturen prädestiniert ihn dramaturgisch nicht zum Charakterdarsteller, sondern zur Type. In früheren Zeiten wäre er vielleicht in einer schneidigen Jungoffiziersrolle denkbar gewesen. Das ist genau richtig. Kein Charakterdarsteller, also die Hauptrolle, sondern eine Type, der die Tür aufreißt und irgendwie 10 Minuten Krawall macht und dann ist die Rolle zu Ende. Ja. Ja, das wäre Guido. Er ist der Politiker, Westerwelle ist der Politiker als Steuerberater. Und sein Mantra heißt, mehr Netto, entlasten, Steuersystem vereinfachen, abspecken, Fenster aufmachen, Mief rauslassen. Während Schröder, Fischer und Stoiber Lebensleistungsdarsteller sind, ist Westerwelles Domäne das verkaufsorientierte Referententum. Er ist ein Anlageberater für Wählerstimmen, der uns die maximale Dividende verspricht. Von allen Darstellern hat er am meisten von einem Motivationstrainer. Macht euch fit, macht euch frei. Der Schauspieler Alec Guinness habe sich, so berichtet sein Freund John le Carré, ein Leben lang als schüchternes Kind gefühlt, das sich mit seinen Rollen gegen den Erwachsenen schützt. Und wenn Guinness eine neue Rolle lernte, dann, so le Carré, wirkte er, als bräche das ewige Kind auf in Feindesland.
Guinness studierte die Tricks und Masken der Alten und war bald furchterregender als sie selbst. Ein wenig erinnert diese Beschreibung an den Darsteller Joschka Fischer. Fischer, lange als ewiger großer Junge gehandelt, hat sich über Nacht in Feindesland der Erwachsenen etabliert, indem er nun schon zu den alten Weisen zählt. Sein Gesicht ist ein wahres Bühnenbild. Es ist die knisternde Inszenierung des Ausdrucks I'm deeply concerned. Der Verantwortungsschock ist diesem Mann in Schopf und Glieder gefallen. Fischers ganzes politisches Leben ist ein Fettabbrennprogramm, dessen Intensität sich im Wahlkampf nur ein wenig steigert. Seine Stimme, fürs Schreien nicht gemacht, verliert bei jeder Veranstaltung ein bisschen Substanz. Wie ein Reifen, der beim Bremsen etwas Gummi auf der Strecke lässt. Wo er auch spricht, bleibt ein wenig kostbarer Fischerabrieb zurück. Auch an diesem Freitagvormittag in Lüneburg. Sein kurzärmliches Hemd ist jetzt feucht. Man denkt an Camacho, den Trainer der spanischen Fußballer bei der WM in Südkorea, der seine Schweißflecke wie ein Ehrenzeichen trug. Jeden Zwischenruf nimmt Fischer mit heiliger Strenge an, dankbar für das Adrenalin, das er einschießen lassen kann. Die Außenpolitik umlagert seine Rede, Joschkas große Welt, und er, der nun Erwachsene, schont uns, die wahren, ewigen Kinder, vor dieser Welt so gut er kann. Jetzt kommt ein Fischer-Zitat. Ob Sie CDU, SPD, FDP, Grün wählen, egal, das dürfen wir nicht zulassen, sagt er zum Thema Ausländerfeindlichkeit. Und dieses egal ist bei ihm von fast jenseitiger Qualität. Da hat einer schon losgelassen. Nee, es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Und dieses Egal ist bei ihm von fast jenseitiger Qualität. Da hat einer schon losgelassen, bereit, ohne uns weiterzugehen. Fischer, der Verschleißkünstler, gibt den Pilger, wie ihn Schiller in seinem gleichnamigen Gedicht beschreibt, Abend ward's und wurde Morgen, nimmer, nimmer stand ich still. Aber immer blieb's verborgen, was ich suche, was ich will. Das ist großartig. Jetzt sehe ich diese Politiker unter völlig anderen Voraussetzungen. Ja. Oder? Der Kanzler tanzend um sich selbst. Der Kandidat ein Halbton höher. Westerwelle, der Anlageberater im ewigen Fitnesszentrum. Und Fischer, I'm deeply concerned. I'm deeply, und das lässt sich auch auf Deutsch nicht mehr sagen. Nein, ja. Nein. I'm deeply concerned. Bitte, meine Damen und Herren, zünden Sie zu Hause eine Kerze an und dann überlegen Sie sich, was Sie wählen. Es wird schwierig nach dieser Beschreibung. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja.